Da! Ja! Aber wir sind auf der falschen Seite. Egal, holen wir noch ein bisschen Geld. Müssen wir einmal rumlaufen. Guck, jetzt habe ich getroffen. Ja, perfekt. So, hier noch das Geld. Und ich treffe nochmal. Mit meinen fetten Bomben. Rache! Rache wird jetzt geübt. So, bitte sei Level 25. Hey, kommt euch die Frau nicht sehr bekannt vor? Ja, das war die Prinzessin in diesem Schloss, das wir zerstört haben. Ach du meine Güte, stimmt. Okay, Leute, haut alles kurz und klein. Moment mal, was? Wir werden angegriffen. Verteidigt die Tore. Die Frage ist ja, kann man eigentlich vielleicht auch einen Bossgegner einfangen? Mit dem Käfig? Ich glaube nicht. So, hier ist es echt so. Also da oben und unten sind so Zelte, da spawnen Gegner raus. Die müssen die Zelte kaputt machen immer. Sonst kommt und immer ganz am Ende hier ist der Endkampf. Ist der Helms Forever Typ. Okay. Ja. Kannst du eigentlich rauszoomen? Ich weiß, ich hab das schon mal gefragt. Nicht, dass ich wüsste, mit welcher Taste. Okay, vielleicht muss ich das in der Option nochmal einstellen, aber ach, so bleibt doch, die Taste neben 1. Die Taste neben 1 ist... Oh! Yeah! Ach, Gott sei Dank, ne? Ja, weil hier ist nämlich wirklich so ein bisschen mehr Übersicht notwendig, wie ich finde. Okay, dann bewegen wir uns nach vorne. Zeigen, die Armee so von mir haben. Ist schon im Vorgerückt. Müsst ihr alle hauptsächlich vorlaufen. Der Held kann immer am weitesten laufen übrigens. Mhm. Wer ist denn bei dir überhaupt der Held? Ach, Horatio. Immer noch Horatio. Der kommt auch ganz nach vorne. Und meine zwei Goblins, die behalte ich erstmal so ein bisschen hinten, weil ich weiß auch nicht so genau, wie ich die einzuschätzen habe. Wäre halt jetzt gut, wenn wir Roboter schon da gehabt hätten, aber die kommen vielleicht erst mit weiterem Spielverlauf mit dazu. Ja. Und die sind aber... Schaden meiner gemacht hat, ich habe schon halbtot alleine. Ehrlich? Also ich habe richtig wenig Schaden gemacht. Ja. Aber sie machen auch nicht so viel Schaden bei Horatio, das sieht also schon mal ganz, ganz gut aus. Und dann schicke ich jetzt... So, da wo diese rote Ausrufezeichen sind, da schlägt eine Bombe ein, glaube ich. Mhm. Rote Ausrufezeichen, das heißt meistens, bitte aus dem Weg. Kenne ich. Ja. Weiß ich. Mach ich. Gut. Das sind aber, glaube ich, auch wirklich nur deine Leute, die da gerade drin stehen. Ja, ja, nicht mehr. Außer ich habe einen vergessen. Na? Ja, nee, es hauen alle ab. Sehr gut. Oh, guck mal, da habe ich seinen sogar tot geworfen. Vor allem können wir das ja vielleicht auch nutzen, um dass sie wieder ihre eigenen Charaktere abballern. Ja, wenn wir Glück haben. Oh, da oben kommt schon wieder ein kleiner Typ raus. Aus dem Zelt. Ja? Unten auch schon. Okay, also sollten wir uns wirklich möglichst schnell um die Zelte kümmern. Mein Cupcake hier, den lasse ich lieber hinten, aber meinen tollen Gnomen, da schaue ich mal, was der so kann. Am Zelt. Dann schaue ich mal den mächtigen Gnomen zu am Zelt. Mhm. Da fliegt er. Ja, drei Schaden immerhin. Ich hätte weniger erwartet. Die kann man zumindest an den Zelten so ein bisschen stehen lassen. So, Gegnerzug. Ist der Typ in dieser Mörserkabine in der Mitte da, der die Schüsse auf uns schießt? Ich glaube schon. Ja, das heißt, wenn wir den weg haben, dann gibt's schon mal in dem Punkt so ein bisschen weniger Stress. Steht nur Ratio in dem Radius drin. Ach, meine Gnome, die können auch auf Distanz angreifen. Die sind nicht nur auf Nähe, also die werfen diese Sprungschlüssel auch wirklich. Sie haben das Tor zerstört. Ihr Anführer ist oben auf dem Hügel. Angriff! Pipistrella ist außer sich. Vor Wut. Die Zelte sind kaputt. Nee, noch nicht. Aber sie leuchten nicht mehr so rot wie vorher. Ja. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch produzieren oder weil wir die Stage halt vielleicht geschafft haben. Aber da kommt jetzt auf mein Zelt gleich eh so eine fette Bombe. Das heißt, ich denke, die werden ihr eigenes Zelt jetzt gleich vielleicht schrotten. Okay, ich töte dann trotzdem noch den einen Gegner, den ich hier habe. Also ich komme ein bisschen verzögert danach. Mhm. Ich muss leider raus, ansonsten... Ja, ich auch. Sonst werde ich gebrutzelt. Die zwei Einheiten da unten sollten wir auf jeden Fall noch beseitigen bei dir. Da ist auch jemand von dir noch drin, oder? Ja, der läuft schon. Okay, der bewegt sich schon, alles klar. Ja, die zwei Einheiten da unten... Die machen wir schon auch noch. Ich bewege mich jetzt erstmal raus. Ja. Und lass vielleicht meine Goblins so ein bisschen drauf feuern. Zwei Schaden, das ist gigantisch. Aber dann machen wir die Zelte zur Sicherheit kaputt, einfach damit wir nicht nachher von hinten erwischt werden oder sowas. Ja. Ich weiß es halt nicht, ob die noch produzieren. Also in der Beta war es noch so, dass durchgehend Gegner rauskommen. Vielleicht haben sie es halt einfacher gemacht. Das kann sein, weil die leuchten nicht mehr. Die da oben, die leuchten immer noch. Also vielleicht ist es einfach verschwendete Energie, wenn wir das jetzt machen würden. Ja, ich komme sowieso an dem Zelt vorbei beim Laufen, also es, ja,
Kann ja auch nochmal draufkloppen. Okay, sehr gut. Ich würde möglichst schnell jetzt auf den Bombenmann gehen. Aber mit den Gnomen kann ich zumindest noch auf die Einheiten gehen. Da kann ich deinen spanischen Eroberer so ein bisschen unterstützen. Esteban, bitte. Esteban. Er hat einen Namen. Er hat einen Namen, er ist nicht nur der spanische Eroberer. Es ist Esteban. Hat auch einen Nachnamen. Auch einen Level up. Esteban. Esteban. Okay. Eine alte, ehrwürdige spanische Familie, das hört man raus. Ja, er ist so spanisch. Er ist so spanisch. Er braucht zweimal einen spanischen Vornamen, auch noch als Nachname. Ja. So, ich bin mit dir bei dem Bunker. Sehr gut. Ratio hält auch ganz schön gut was aus. Also mit dem bin ich sehr zufrieden bisher, wenn ich das mal so anmerken darf. Ich würde ihn gerne befördern, wenn er nicht schon wie mein Hauptcharakter wäre. Aber gibt's eigentlich jetzt gerade beim Normalmodus überhaupt eine Strafe dafür, wenn Leute von uns sterben? Verlieren die dann zumindest ihre Level? Hast du das mitbekommen? Ich glaube nicht, dass es eine Strafe gibt. Das war halt weniger Einheiten für den Rest des Kampfes. Ja. Permatod würde das Ganze natürlich schon sehr interessant machen. Also kann ich schon verstehen, warum das bestimmt auch ein ganz witziger Modus ist. Ich hätte Lust, meinen Heiler zu verlieren und dann irgendwie zu grinden, bis ich wieder einen Heiler bekomme. Ja, okay, das stimmt natürlich schon. Das kann dann schon sehr frustrierend werden. Vor allem, wenn du hier schon eine unangenehme Erfahrung quasi mit diesem Bosskampf gemacht hast. Ich habe ihn nie fertig gemacht. Ich glaube, wir mussten da mittendrin Pause machen. Und dann haben wir nie weitergespielt. Weil es waren 24 Stunden um. Oh, die schießen noch Bomben, ne? Ja. Aber kommt noch raus. Während der Bombenmann in Bredouille ist, drückt er trotzdem noch ab und zu auf den Knopf. Boah, wie viele Leute da sind noch immer. Es ist echt noch einiges los. Und vor allem muss ich mal gucken, dass ich bald auch mal meinen Heiler nach oben bewege. Das zählt ja rechts vielleicht. Meine Haupteinheiten zu heilen. Ja, stimmt. Wenn es wieder ausgeht, wenn wir das Tor kaputt machen, wäre halt auch eine Option. Macht es eigentlich dann mehr Sinn, erstmal auf das Tor zu gehen? Weil das war ja schon. Lass uns erstmal das Tor machen. Kann auch sogar mein Horatio, der kommt direkt bis ganz nach vorne und mein Fernkämpfer. Unsere beiden Könige werden nach vorne geschickt. Den schicke ich weit zurück. Könige, genau das ist es. Hat. Da. Bin fertig. Fast vergessen. Schlag die Mauer nieder! Oder wie die Prinzessin sagen würde: Schlag die Mauer nieder! Verprügelt sie. Ach, schon halb kaputt. Ja, die haben wir schnell. Das läuft gut. Ich habe auch jetzt hier wieder direkt. Das hat ganz gut funktioniert, hier meinen Cupcake jetzt direkt mit dem Fernkämpfer wieder zusammenzuführen. Mit dem Josef, mit Y. Ja, obwohl Josef direkt wieder geschlagen wird. Ja, aber jetzt überlebt das dann hoffentlich ohne Probleme noch. Achso, und das ist natürlich auch so. Ist ja eigentlich quasi. Tatsächlich ist hier der Pokémon-Vergleich wieder angebracht. Weil, wenn wir darüber reden, was sind so die Nachteile, wenn jemand stirbt, derjenige, der hält dann natürlich gar keine Erfahrung mehr und wird dann natürlich nutzloser, wenn er die ganze Zeit stirbt. Also dein Heiler ist ja jetzt schon deutlich stärker als meiner, weil meiner eine komplette Runde quasi. Ja, man hat irgendwie zwei Level in der Zeit gemacht durchs ganze Heilen. Ich glaube, das können wir rocken. Ja. Also bisher wirkt das nicht so, als gibt das. So, ich schick mal meinen zurück, damit ihr ein bisschen mehr auf die alle einprügelt. Ich will die alle hier hinten erstmal loswerden, so ein bisschen. Mhm. So, weil ich habe keine Lust, dass die jetzt die ganze Zeit von hinten zwei Bogenschützen auf uns schießen. Ja. Aber du machst das Tor kaputt in der Zeit, ne? Ja, sollte kaputt sein. Und die Zelte sind ausgegangen. Den hast. Das Zelt. Du gesprochen. Zeit zu sterben, ihr Wichtel! Sehr gut, hast du dir das gemerkt. Hat er und das einen Double Killer gemacht. Irgendwie sowas in die Richtung. Guck mal, durch sein Schild sieht es aus, als wäre seine Hand abgehackt. Ist sie denn nicht abgehackt? Nee, ich dachte die ganze Zeit, seine Hand wäre eigentlich abgehackt. Das ist einfach so ein krasser Typ, dass er die ganze Zeit mit so einem blutenden Stumpen vor sich rumrennt. So, ich schicke mal meinen Held direkt nach vorne. Ja, dass die Zelte jetzt ausgehen, das macht natürlich deutlich einfacher. Wenn das vorher in der Early Access Version nicht so war, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das deutlich schwieriger gewesen ist. Mein Held steht hier auch schon vorne. So. Das passt also. Mein. Ja, ich kümmere mich hier noch so um die Bogenschützen so ein bisschen nebenbei. Copycake kann ich direkt nachsenden. So, alle bewegt. Die Sophia, die würde ich mal so ein bisschen nach rechts schicken, damit die sich da um die zwei verbleibenden Bogenschützen noch kümmern kann. Ja, aber wenn du den Boss fangen kannst, dann hast du auf jeden Fall eine gute Einheit, würde ich sagen. Das stimmt, das wäre eigentlich schon eine ganz erstrebenswert. Witzige Idee, das mal auszuprobieren. So, irgendjemand kann ich eigentlich noch bewegen. Und zwar, ja, sie kann aber da stehen bleiben. Also so ein Typen, wie wir am Strand gesehen haben, kann man auf jeden Fall mit einem Netz fangen. Das weiß ich, so einen hatte Winterquicker oder ich beim letzten Mal. So eine größere Special-Einheit, so eine richtig hart aufgepumpte. Die Leute auch zurückwirft und so, ja. Ein Axttyp. Wollen wir den Boss jetzt eigentlich versuchen einzufangen oder nicht? Weil gerade machen wir ihn eigentlich komplett
zu Hackfleisch. Nee, hau ruhig drauf. Okay, einfach drauf. Vertrau dem Typen, der es schon mal gespielt hat. Ich vertrau dir. Ich will den auch gar nicht bei dir. Der hat ja so viel Böses getan. Hier eben. Wollen wir doch rächen. Oh, guten Gewissens nicht mit mir rumtragen. Komm nicht in Kader. Nicht mit zur WM. Attacke! Das ist jetzt auch echt schon so ein... Ah! Helmetiten! Neu formieren! Zum Chef! Also wenn er jetzt wieder abhaut... Nicht schon wieder! Nie nach! Pipistrella klingt genauso... oder denkt genauso wie ich. Deswegen durftest du weiter draufhauen. Hier musste ich aufhören zu spielen. Ach, geht's direkt auf dem Raumschiff jetzt weiter? Ja. Einer meiner Gnome spricht... Das ist unmöglich! Nein! Ist schon gut! Wir können es mit denen aufnehmen! Das meine ich nicht. Das finde ich aber witzig, dass die Gnome jetzt direkt mitsprechen. Das heißt ja, dass die Zwischensequenzen variabel gestaltet sind. Oder halt zumindest diese Dialog-Szenen. Ja, ist ja egal, wer redet eigentlich. Ja, aber zumindest... Ja, ist süß. Ne, man kann immer mal so ein bisschen, finde ich, das finde ich immer ganz nett gemacht. So, okay. Helmitor. Aber wo ist er denn? Da drin wahrscheinlich. Also ich kann auf jeden Fall bis davor einlaufen. Ja, dann bewegen wir uns einfach mal, würde ich vorschlagen. Und irgendwann... Ja, alles irgendwie nach vorne bewegen. Irgendwann wird er dann schon auf dir, außer die Heiler vielleicht. Die können wir noch ein bisschen hinten behalten. Ja, ich habe meine auch ganz rechts hingestellt. Okay, Bewegung! Ja, es wird drauf eingeschlagen. Hey, komm raus! Hallo, jemand zu Hause bitte! Ich find's gut, dass wir einfach im All auf seinem Flügel stehen. Ja, das ist natürlich so, läuft das. Aber bei dem Spiel ist ja wirklich jeglichen Realismus oder sowas zu hinterfragen. Du kriegst ein Held, lass dein Held da oben stehen. Warum nicht? Der soll weiter drauf kloppt. Ja, aber der kloppt doch auch da weiter drauf. Tut er? Ja, ja klar. Also es wurde an allen Ecken drauf gekloppt, deswegen wollte ich nochmal so ein bisschen verteilen. Eigentlich einfach nur. Wenn du das können sagst, zumindest unsere Charaktere eigentlich ineinander gehen? Weil ich schicke gerade ganz, ganz viele Leute nach vorne, obwohl da ja auch Leute von dir stehen. Ich glaube, irgendwie, wir sehen es ja auch was. Ja, unsere Charaktere nicht. Können ineinander gehen. Oder zumindest kurzzeitig. Fehlbruch! Was? Runter von meinem Schiff mit diesen Schmarotzern! Mensch, da hätte er ja auch gar nicht mit rechnen können, dass wir da vielleicht nochmal nachkommen. Und haben sie hier so einen 6-pfotrigen Tiger gejagt und auf den Boden geschmissen? Ja. Man hat ja sonst nichts, mit dem man angehen kann. Eieieiei, der das, hat ja viele Bogenschütze. Ja. Da hätte man mehr darauf achten sollen, unsere Leute mit Schilden im Vorfeld zu platzieren. Das konnten wir ja nicht wissen. Wir hätten es ahnen müssen. Hä? What's happening? So. Ich bin gerade mit meinem Cupcake. Oh, warte mal, ich kann... Dein Goblin kann doch irgendwie Position tauschen mit Leuten. Ich kann mit meinem Cupcake auf meinen Gnom draufgehen und dann kann ich meinen Cupcake quasi rausfeuern, ziemlich weit. Das macht jetzt aber gerade keinen sonderlich großen Sinn. Stand doch in der Beschreibung von denen dabei, ich hab's noch nicht verstanden. Ja, ja, ich hab's jetzt das erste Mal auch nur ausprobiert, quasi diese... Ha, hast du so zwei so Katapulte. Bewegung, ja, da kann ich dann eigentlich andere draufspielen. Ist die Frage, ob du das vielleicht auch machen könntest, aber wahrscheinlich, weil es meine Einheiten sind. Geht das denn vielleicht nicht? Mal nehme ich den Zug. Okay, ich glaube, ich lasse mal hier einfach so stehen. Und hoffe aufs Beste. Autsch! Sehr gut. Da ist mal wieder Lob fürs Voice Acting drin. Das war für König Pipistrella! Dramatisch. Der Name hat der König. Ja. Der ist bestimmt gerne aufs Klo gegangen. Ja. Boah, wir kriegen so auf den Sack jetzt aber gerade. Oh. Alter, kriegen wir auf den Sack. Sophia. Unsere Heiler dürfen halt auf absolut keinen Fall sterben. Und Sophia muss ich eigentlich irgendwie hier raus navigieren. Okay, Pipistrella kann hier mal eigentlich weiter mit meinem Helden. Auch. Den da nehmen. Ach, kannst du auch, Mann? Ja. Das ist ja eigentlich ganz cool dann. Aber jetzt ist der, glaube ich, alles von... alles ausgegraut sowieso. Okay, ich muss meinen Cupcake hier mal so hinschicken, dass er auf alle Fälle... Sophia heilen kann. Oh, zwischen die Feinde. Okay, ich habe meinen extra weggeschickt gerade, weil der wird immer gefokust, der Hydra. Ja, aber sonst stirbt mir Sophia leider weg. Das ist halt auch so ein bisschen dann... Ja. Das kann ich nicht, Mann. Sophia kann ich einfach nicht. Ich kann Sophia nicht sterben lassen. Und meinen Fernkämpfer habe ich auch noch hingeschickt. Ja, wirklich? Einen haben wir.
schwieriger als das zuvor, obwohl das so auf den ersten Blick mit so einer Festung ein bisschen gefährlicher wirkte. Ja, aber hier sind halt viel mehr Leute in dem Schiff. Ja. Ach, guck mal, mein Typ ist. Sophia ist tot. Er blockt alles. Sophia ist tot. Ein wahrer Held. Rip Sophia. Rest in peace. Press F for respect in die Kommentare, Leute. Sind jetzt im Twitch-Chat hier auf YouTube. So, den einen Bogenschützen neben dem Boss töte ich. Da schicke ich den hin. Ja, aber die Leute gehen down. Die Leute kriegen jetzt auf den Sack. Ist vorbei mit den Leuten. Aber sowas von. So, jetzt kann ich hier schön einfach mal. Wobei ja, hier ist ich glaube, das ist zu wenig Platz, oder? Hier ist kein guter Spot. Ich kann höchstens so mega weit weg. Das macht dann natürlich auch keinen Sinn. Uff, du solltest dich mit der Rache beeilen, Pip. Pippi fände ich als Spitzname besser, aber okay, Horatio, wie du willst. Ja, im Englischen heißt das Wort ja nicht wahrscheinlich nicht Pipi. Hätte sich die Übersetzer mehr Freiraum nehmen können. Ja. Okay. So, den Boss will ich als letztes verprügeln. Ja, es geht immer noch weiter wirklich eigentlich um die Bogenschützen, deswegen schicke ich da auch weiter meine Leute hin, dass die da drauf gehen. Mit allem, was sie so haben. Und meinen süßen kleinen Cupcake, den könnte ich jetzt mal hier, ja, ich probier's mal. Wenn ich jetzt den Cupcake hier drauf und dann kann ich den hier schön hochfeuern. Okay, ja. Dann haben wir nämlich direkt einen Heiler da bei den ganzen Bogenschützen. Das könnte eigentlich sinnvoll sein, so auf den ersten Blick. Ja. Kann man sich das jetzt auch mal anschauen, wie das aussieht gleich. Sollte in den Geldkoffer reingehen. Denn Geld, Leute. Oh, alle kriegen Level. Öffnet euch Tür und Tor, das ist die Message des Spiels. Durch Geld kann man hohe Sprünge machen. Oh, deine zwei sind da oben jetzt eingesperrt von den Gegnern. Ja, und wie mies. Aber deswegen habe ich jetzt zum Glück meinen Cupcake zumindest schon da. Den muss ich nur dann auch... Boah, ist echt richtig bitter jetzt. Töten wir die drei da unten bei dem Flügel noch, dann können wir uns komplett auf oben konzentrieren auf jeden Fall. Ja, das Problem ist halt, ich kann hier gar niemanden mehr rausbewegen jetzt, ne? Deswegen, ich würde die beiden da einfach mal so stehen lassen. Ja, lass deinen Goblin da stehen. Ich konnte kann mich mit dem wegschießen, das ist gut. Weil mein Typ kann ja nur ein Feld laufen. So gerade die Rettung. Das Problem ist, mein Cupcake kann hier gerade nicht heilen. Ich müsste den da wirklich reinbewegen. Nein, das wird er schon aushalten. Willst du deinen Goblin nicht vielleicht auch, nicht dein Cupcake nicht auch teleportieren da hoch oder so? Ich wollte gerade laufen, aber ich kann ja einfach nicht da hochballern. Genau, dann kannst du den eigentlich nutzen. Das klingt nach einem ganz guten Vorschlag. Okay. Und damit sieht das nach einem Plan aus. Nur meine Prinzessin und mein Held, die kommen hier. Ach, oh, zum Glück ein Levelaufstieg für die Pipi-Prinzessin. Ist keiner gestorben? Ich glaube nicht. Jetzt noch nicht. Aber die hauen jetzt auch erst drauf. Also die Pizza blockt aber auch scheinbar Pfeile. Ja. Ja, das gilt auch als Schild. Trotz allem... Dein Held ist fast tot. ...bekommt mein Held echt hart auf den Sack, Mann. Der kann jetzt aber auch abhauen. Ja, dann lauf mit dem raus und dann schicke ich meinen Muffin in die Nähe. Ja. Stehen ja eigentlich schon beide Muffins da. Aber ich kann zumindest meine Prinzessin, die stelle ich jetzt immer so richtig in die Mitte. Oder nee, das macht keinen Sinn. Ich lasse sie lieber hier stehen, weil... Nee, ich stelle sie in die Mitte, damit noch mehr Bogenschützen rausgehen. Das ist schon in Ordnung. Ich lasse mal einen meiner Gnome noch da unten, um diese beiden, da wo auch noch deine anderen Leute sind, so ein bisschen zum Support. Die will ich auf jeden Fall kaputt kriegen. Wenn die weg sind, dann haben wir viel mehr Freiraum. Hier gab es auch schon wieder 120 XP gerade. Und ja, die Bogenschützen, die sind ja auch alle schon gut angeschlagen. Ja, und jetzt wird auch wieder ein bisschen mehr Leben. Horatio geheilt. Der darf nicht sterben. Der Mann mit dem Schnurrbart. Er ist der Mann, auf dem die Pipi-Prinzessin vertrauen. Wir helfen ihr komplett auch freiwillig. Ja, natürlich. So, Cupcake, ich schicke jetzt alle auf einen von den beiden. Wenn der jetzt nicht stirbt, dann weiß ich auch nicht. Die da unten, die halten sich auch echt sehr wacker. Aber dein Eis, dein Popsicle, mit dem du da herumschlägst, das dampft auch schon ganz schön rein. Ja, dein Goblin hat den letzten Schlag gemacht. Das hat er verdient. Obwohl er in seinem Leben schon so viel verdient hat. Wie der Geldkoffer offensichtlich anzeigt. Ja, er braucht nicht mehr laufen. Aber hier der Endboss, der hat halt echt noch einiges an Leben. Aber machen wir wirklich einfach, die liebste Taktik ist mir auch immer, einfach alle Minions, alle Mobs fertig machen und dann danach sich um das große Futter kümmern. Wenn Sophia nur hier wäre, um das alles zu sehen. Ja, die liegt ja irgendwo bestimmt. Sie ist viel zu früh gegangen. Sie ist als so ein kleines Engelchen in den Himmel geflogen.
Ach, da, Double Kill, zwei beseitigt. Und du hast auch noch hier, dein Hauptheld hat noch ein Level abbekommen. Perfekt. Moment, ist hier, aber jemand ist. Ist mein Muffin noch am. Ja, okay. Puh. Ja, mein Muffin ist weggelaufen, der ist safe. Ja, mein Muffin ist da ganz oben. Das wird so ein bisschen verprügelt, aber es ist halt an vorderster Front. Um den Leuten zu helfen, die es bitter nötig haben. So, Hauptheld kommt, bereit zum Verprügeln. Alle bereit. Bin so verwirrt, weil du immer einen mehr hast als ich. Bei mir sieht auch alles gut aus. Naja, ich hab ja, jetzt sollten wir ja gleich viel haben, bei dir ist ja noch niemand gestorben. Ja. Ey, na, guck mal, wie das schnell das jetzt ging. Beide meiner Gnome, vielleicht gelten die da auch als eine Einheit, who knows, aber beide Level up. Horatio auch Level up, das heißt, er ist jetzt wirklich genau gewappnet für den Endkampf. Ist wie in so einem Anime, weißt du, wo am Ende nochmal so ein Power-Up entsteht. Ja. Gibt's nochmal die nächste Form des Horatio Super Saiyajins. Ich glaube, ich kann eigentlich fast alles so stehen lassen. Wenn du so ein bisschen näher rangehst, kann ich meine Einheiten noch ein bisschen mehr reinschicken. Also ich kann... Goblin ist da irgendwie so... Der da? Okay. Wenn du nicht kannst, dann ist okay. Doch, den kann ich noch so ein bisschen weiter vorschieben. Genau, dann kann ich nächsten Zug einfach noch mal ein bisschen näher kommen. Ja, das ging noch. Aber ist schon ziemlich voll jetzt da oben im Cockpit. Da ist nicht so viel Platz. Ist ja eigentlich nur für zwei Personen. Und der Helm. Mein Helm! Moment! Und der Helmitor. Warte, du bist auch ein Vogel? Okay. Aber ein schöner Vogel. Ja. Kann sich sehen lassen. Da habe ich wirklich schon hässlichere Vögel gesehen. Jeden Morgen zum Beispiel im Spiegelbild. Und unsere beiden Cupcakes, die stehen auch da wie eine Einheit, eine Linie. Kümmern sich durchgehend um die Versorgung. Zuckersüß. Bereit. Auch bereit. Kabam. More. Schiefräumen. Well, look at you go. Der Erzähler ist jetzt aber auch gerade ziemlich dabei. Was so die Zerstörungswut angeht. Ich glaube ja, dass wir sterben die ganze Zeit. You're quite good at barely scraping by, aren't you, my resilient little worms? Yet I could close my paw and squish you like the very berries Horatio's worthless farm produces. You're depressing me, Pip. Why the long face? Your hands are bloody with the sweet tang of revenge. Problem solved, right? So turn that frown upside down. Hey, no! Oh, have we bonded? How precious. Horatio, do you like Hansels? Eh? How do you like them, Hansels? Yes. Shh. Here, have some teeny tiny iced creams. I know you love them. Oh, fine. Starve. And what a curveball. Horatio. And speaking of curve... And speaking of... Shut up! And speaking of curveballs, I think it's time for you and your ragtag crew of flunkies to return to that worthless rock you call home and rot in uncomfortable despair for the rest of your days! Ah! Sayonara! 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 Echo! Echo! Ich bin so weit weggeflogen. Sayonara is Japanese for go die. What do you know? Shut up. I'll kill you. Being evil is exhausting. I really should have eaten breakfast today. Well, perhaps you should have thought about that before you slapped it out of my hand. How are you guys breathing up here? I mean, I'm no scientist, but... Bullseye. And now let's go watch the earth burn. Perfekt. Die Zwischensequenzen sind echt, also dieser riesige... Alter, du hast einen Saxoporn bekommen. Ein Saxoporn. Das knallt bestimmt ganz schön rein. Elvis, staying cool. Soweit hast du jetzt auch noch nicht gespielt, wenn ich das verstanden habe. Also, ja, von der Story her nicht so weit, ja. Hm? Das ist alles neu für mich. Mensch. Das gab's damals auch noch nicht. Neue Stories von dem Bela kannte ich auch noch nicht zum Beispiel. Aber es gab quasi wirklich, es gab eine Early Access Phase, in der noch gar nicht groß so die Story drin war, sondern halt nur mit Dialog und den entsprechenden Kämpfen. Ja. Okay. Also, weil gerade die Zwischensequenzen finde ich sehr, sehr stark. Helmitos Festung, Ruhe in Frieden, König Papastrella. Josef spricht. Wer hat Josef gesprochen? Warst das du? Auch, ich war beides.
Ja. Ah, kanntest du diesen kleinen Weltraumjungen? Er sah genauso aus wie du. Hansel, er lebt noch. Wie kommen wir da jetzt wieder hoch? Das ist ganz einfach. Wir brauchen mein anderes Auge. Du weißt schon, das magische. Dein anderes Auge? Du hast zwei Augen? So in der Art. Wir treffen uns an den Toren. Josef, man hat auch in der Zwischensequenz kurz gesehen, wie tatsächlich die Frisur von Josef sich so rumgedreht hat. Also der Bart zu, zu der Frisur wurde. Und du eben hast auch die Pit freigeschaltet. Geh zur Pit, um unfaire Herausforderungen gegen die KI oder PvP gegen Freunde und Fremde zu spielen. Du kannst auch innerhalb der Pit online spielen. Ich finde schön, dass direkt einfach klargestellt wird, unfaire Herausforderungen. Ist nicht fair, ist einfach nur unfair. Und damit haben wir jetzt auch das freigeschaltet, was eigentlich ja im Spieltitel steht. Nämlich Pit People. Ja, jetzt sind wir die Pit People. Jetzt sind wir die Pit People. Gut, Leute, ich würde mal sagen, 2 Stunden haben wir jetzt aufgenommen und der Zombie, der wird nach 2 Stunden immer, das sieht man, der geht dann da so hier, der wird dann sehr aufgeregt. Der braucht immer mal kurz Energy drin. Ein kurzes Mittagsschläfchen oder ein Eis, ein kleines Schleck, ein bisschen Snack. Zu viel Zucker. Einfach zu viel Zucker, ist zu viel drin gewesen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir das sehr gerne mitteilen in Form von Bewertungen und Kommentaren. Und wenn wir vielleicht noch ein bisschen weiterspielen sollen bei der einen oder anderen Gelegenheit, dann könnt ihr das natürlich auch gerne geltend machen. Wie wir während der Aufnahme schon hin und wieder darauf hingewiesen haben, beziehungsweise ich ganz unauffällig zweimal, werden wir auch noch Battlebox Theater mal ausprobieren. Da hast du schon richtig viel Erfahrung drin. Da hast du quasi eigentlich alles durchgespielt, was sich durchspielen lässt, oder? Ja. Ja. Genau, das heißt, das wird auch nochmal einfach so für mich komplett neu, weil ich diese beiden Titel von dem Entwickler nach Castle Crashers bisher ausgelassen habe, aber es macht Spaß. Als ich die geschrieben habe, ob wir es aufnehmen wollten, da meintest du ja, Pit People zieht sich so ein bisschen an manchen Stellen, das finde ich auch, also es ist natürlich schon etwas längeres Spiel dann in den einzelnen Matches. Ja, also und dann, das sind ja jetzt noch so die ersten Kämpfe und später wird es ja wahrscheinlich dann nur noch länger. Ja, genau. Das merkt man dann schon so, aber was ist halt auch so ein bisschen dann so für ein Let's Play, wenn du das dann durchgehend frisch kommentieren willst, weil das ist ja dann schon so eine Sache, wo du dann einfach auch mal so eine Weile überlegst und guckst irgendwie, wo stelle ich jetzt die Einheit dahin und dorthin. Und das kann dann so ein bisschen dauern, aber was das auf alle Fälle hier sehr, sehr frisch hält, ist natürlich so der komplette Artstyle, in dem es gehalten ist, der Humor, der mit durchspielt und die Zwischensequenzen, also den Erzähler oder den großen, bösen Bärengott, den kann man schon feiern. Ich habe halt sehr viele Nebenquests gemacht, da ist nicht so viel Dialog gewesen, deswegen. Oh, ich kann nur eine Hähnchenkeule in meinen Muffin reinstecken, perfekt. Weiß nicht, ob das so lecker ist, aber mache ich mal. Hast du gerade was in meinen Muffin reingesteckt? Ja, in meinen Muffin. In deinen Muffin? Ja. Interessantes Konzept. Können wir vielleicht uns mal treffen und das nachgucken. Wenn du meinst. Nachkochen. Leute, ist, glaube ich, Zeit abzumoderieren. Schaut bei Zombie vorbei. Ich spreche es richtig aus. Dieses Jahr, also seit diesem Jahr spreche ich es richtig aus. Link steht in der Beschreibung. Tschüsschen. Tschüss.